Morgen und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Diesmal ein bisschen anders. Und zwar die kleine Maus, die Amy und ich, wir sind unterwegs mit unserem, mit dem Van. Und zwar im Skiurlaub. Da wollen wir euch natürlich gerne auch mal mitnehmen, was alles so möglich ist, auch mit dem Camper. Wir sind jetzt hier in Hittesau in Österreich an der Grenze zur Balderschwang. Da hat unsere kleine Maus heute einen Skikurs. Ich bin natürlich schon ganz schön früh wach, um unsere Standheizung einzuschalten. Natürlich ein sehr toller Luxus, dass wenn wir nachher in einer Stunde ins Auto steigen, es schön warm ist. Weil wir haben heute Morgen minus 15 Grad. Natürlich schön, dass der Schnee liegen bleibt. Hier drüben wird schon fest hier gearbeitet. Und zwar der Bauer zapft gerade die frische Milch. Mal gucken, ob wir reinschauen können. Leider bei minus 15 Grad sind hier auch beim Bauer und zwar die Scheiben von innen gefroren. Wir gucken mal hier rein, ob man mal sehen kann. Ich gehe jetzt wieder zurück. Buongiorno. Ich gehe jetzt wieder zurück zu der kleinen Maus, dass ich die anziehe, dass wir mal zum Frühstück können. Wir sehen uns später. Ciao. So, jetzt sind wir hier in Balderschwang. Hier zum Beispiel, haben wir schon ganz oft gesehen, sind sehr viele mit dem Wohnmobil gestanden. Haben sogar hier übernachtet. Stromtechnisch denke ich, sieht es jetzt nicht danach aus. Eine Möglichkeit wäre auf jeden Fall da. Da hinten steht nämlich auch schon eins auf dem Parkplatz. Genau. Amy, was sagst du? Aber auf die Piste? Ja. So loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night. Wanna dance to the light. Pull stars from the sky. Just two hearts running wild. Never sleep. So, jetzt hat die Tochter Pause, oder Amy? Jetzt machen wir ein kleines Mittagspäuschen. Heute gibt es 5 Minuten Terrine. Machen wir schön auf unserem Köcherchen hier, schön wasserwarm. Und dann wird lecker gefespert. So, zum Thema Camping Life. Wir sind ja noch nicht ganz so toll ausgestattet hier. Aber schaut mal unsere Nachbarn an. Ich kann leider nicht hinzu. Total schön. Auch ein toller Van mit Auszug hinten dran. Also mega cool. Eine extra große Küche. Extra große Küche, gell? Wir haben jetzt gerade Nudeln gekocht und Espresso. So, ihr Lieben, ihr wisst ja, was natürlich manchmal beim Camping nicht fehlen darf, ist McDonald's. Machen wir aber meistens immer nach dem Skifahren. Ist immer ganz, ganz geschickt, wenn man da einfach mal geschwind hier im McDrive fährt und dann gleich was lecker, Anführungszeichen, was Tolles essen kann. Geht natürlich auch mit dem normalen Wohnmobil machen wir auch ganz oft mit unserem, machen wir auch ganz oft, wenn wir vom Urlaub zurückfahren mit Morelo, parken irgendwo außerhalb, gehen wir kurz rein, holen uns was, tun gemütlich in unserer tollen Sitzgruppe dann was essen und dann geht dann die Fahrt oder die Urlaubsreise weiter. Genau. So ihr Lieben, es gibt doch nichts Schöneres, so ein tolles Wochenende mit so einem tollen Sonnenuntergang wie heute ausklingen zu lassen. Ich wünsche euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao!